Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Die nächsten Arbeiten hier beim Königin Katharina Stift Pausenhof finden statt. Zum einen da unten der Gehweg ist weg. Ich nehme an, eben Vorbereitungen für die nächste Verlegung. Könnte aber auch sein, das hat damit gar nichts zu tun. Man sieht, da ist offensichtlich ein Leerrohr reingekommen und zugedeckt. Und das zweite ist, mit der Verfüllung da hinten geht es weiter. Wir laufen auch ein bisschen weiter, um das ein bisschen besser zu sehen. Und dann bin ich gespannt, ob das letzte Stück Deckenplatte, das von der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie kommt und gleichzeitig in den Abstelltunnel führt, ob das betoniert ist. Und ich habe mit dem linken Auge schon mal ein bisschen rüber gespickelt und ich weiß schon die Antwort. Also, da kann man den grünen Haken dran machen. Flügelkletter muss noch ein bisschen arbeiten. Und da muss man gute Besserung wünschen. Schauen wir uns noch die andere Seite an. Gestern wurden die großen Querrohre, die Stützen, durchtrennt und heute sind sie vom Schwerlastkran rausgehoben worden. Auch die seitlichen Stahlträger sind abmontiert, liegen für den Abtransport, also fürs Rausheben bereit. Ich schätze, morgen geht es weiter mit Verfüllen. Einige Fragen sind im Kanal aufgetaucht. Ich habe zwar schon Antworten geschrieben, aber ich sage es einfach nochmal hier. Die komplette Schillerstraße war hier in Benutzung, also da sind schon mal Fahrzeuge gefahren, 40 Jahre lang oder 20, nee, 30 seit dem Stadtbahnbau. Und da werden auch wieder welche fahren, es ist hoch genug. Da drüben klappt es ja auch. Und die zweite Frage war der Kran. Also der ist nur auf die Plattform geschraubt und die Plattform ist auf 4 Stelzen. Oder sind es 2 Stelzen nach unten? Ich korrigiere, es war so, dass das irgendwie quer auf den Querträgern war. Jedenfalls, der Kran muss nur abmontiert werden und dann, schätze ich, wird die Plattform weggeknappert und alles, was man jetzt nicht so direkt sieht,
wird dann drin bleiben. Die Verfüllung ist ja nicht komplett. Unterm Kran ist es noch 1 Meter tiefer offen. Kann man also alles rückbauen, soweit das nötig ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.